Wir leben in einer seltsamen Zeit, in der ein Revolutionär ein Patriot sein muss und ein Patriot ein Revolutionär. George Orwell. Damit willkommen zu einer weiteren Folge von Freie Bildung für freie Männer, hier bei Eigentümlich Frei. Und der George Orwell, der hat das 1940 geschrieben und der würde sich heute bestimmt wundern, dass wir erneut in so einer seltsamen Periode der Menschheitsgeschichte leben. Aus meiner Wahrnehmung ist der Satz jedenfalls aktueller denn je. Denn wer sich heute zum Patrioten erklärt, der begeht damit einen ja, fast schon revolutionären Akt und leistet Widerstand gegen den Zeitgeist und ja, opponiert eben gegen das leviathanische Narrativ, könnte man sagen. Ne? Aber ich mag den Gedanken der Revolution eigentlich nicht, beziehungsweise ich finde das Wort problematisch, hat damit viele negative Assoziationen, denn historisch gesehen werden ja oft ja, lediglich die Täter ausgetauscht bei einer Revolution, ne, während das Blut halt weiterfließt. Ne? Aber Widerstand gegen Zeitgeist und Leviathan, das ist ganz offensichtlich erforderlich. Ne? Idealerweise mit dem Endergebnis quasi, dass dieses Rad, was bei der Revolution da immer im Kreis gedreht wird, eben ja, abgeschafft wird. Aber ich will jetzt nicht abschweifen, sondern mich im Folgenden auf einen mehr konkreten Akt des Widerstandes fokussieren. Und zwar auf eine ja, kleine Restauration des Patriotismus. Ne? Und zum Einstieg schauen wir uns mal an, was das ja, offiziöse Wikipedia zu dem Begriff des Patriotismus sagt. Also Zitat: Als Patriotismus wird eine emotionale Verbundenheit mit der eigenen Heimat oder dem Vaterland bezeichnet. Häufig bezieht er sich auf die Nation. Im Deutschen wird anstelle des Lehnwortes auch der Begriff Vaterlandsliebe synonym verwendet. Diese Bindung wird auch als Nationalgefühl oder Nationalstolz bezeichnet und kann sich auf ganz verschiedene, als Merkmale der eigenen Nation angesehene Aspekte beziehen, etwa ethnische, kulturelle, politische oder historische. Im Unterschied zu einer historisch-kulturellen Bindung steht der Verfassungspatriotismus für das positive Bekenntnis zu den in einer staatlichen Verfassung verankerten übernationalen ethischen und politischen Grundrechten und Wertvorstellungen. Diese beziehen sich in der Tradition westlicher Rechtsstaaten auf die unveräußerliche Menschenwürde und davon abgeleitete Menschenrechte, für die universale Geltung beansprucht wird. Patriotismus wird häufig vom Nationalismus und dem Chauvinismus abgegrenzt, insofern Patrioten sich mit dem eigenen Volk und Land identifizieren würden, ohne dieses über andere zu stellen und andere Völker ausdrücklich abzuwerten. Das bezieht sich auf die im staatsbürgerlichen Ethos wurzelnde, zugleich gefühlsbetonte, oft leidenschaftlich gesteigerte Hingabe an das überpersönliche staatliche Ganze, das in dieser Form nicht nur als rechtliche und politische Ordnung, sondern als die den Einzelnen tragende Gemeinschaft empfunden wird. Inwieweit dieser Unterschied tatsächlich besteht und historisch wirksam wurde, wird von mehreren Wissenschaftlern bezweifelt. In Mitteleuropa hat sich der Patriotismus aus dem revolutionär verstandenen Liberalismus und Nationalismus des Bürgertums entwickelt, das gegen den Feudalismus einen demokratisch verfassten Nationalstaat anstrebte. Diese als Macht von unten aufgefasste Volksherrschaft hat sich seit der amerikanischen Revolution von 1776 und der französischen Revolution von 1789 langfristig in den meisten europäischen Staaten als Verfassung und Selbstverständnis durchgesetzt, nachdem sie zunächst nur ein Thema intellektueller Eliten gewesen und dann vielfachen historischen Rückschlägen unterlegen waren. Zitat Ende. Okay. Das war Wikipedia, ne? Ist ja auch immer mit Vorsicht zu genießen, aber schön und gut. So, jetzt zwei, ja, Thesen und meine zugehörigen Absichten, ja, für das Folgende. Erstens, die Abgrenzung zwischen Patriotismus und Nationalismus, die ist umstritten, ne? Und diese Abgrenzung, die möchte ich im Folgenden mal präzisieren und verhärten, ne? Zweitens, in Mitteleuropa hat sich der Patriotismus aus dem als revolutionär verstandenen Liberalismus und Nationalismus des Bürgertums entwickelt,
das zur Überwindung des damaligen Feudalismus einen demokratisch verfassten Nationalstaat anstrebte. Diese demokratisch verfassten Nationalstaaten sind jedoch zu neuen Unterdrückungsapparaten verkommen und müssen durch einen neuen, wohlverstandenen Patriotismus erneuert werden, der sich nicht auf die Idee der Nation bezieht. So, jetzt vertiefen wir erstmal Abgrenzung zwischen Nationalismus und Patriotismus. Johannes Rau, der formulierte diesen Unterschied mal 1999 folgendermaßen: Ein Patriot ist jemand, der sein Vaterland liebt. Ein Nationalist ist jemand, der die Vaterländer der anderen verachtet. Das ist ganz richtig so, ne? Patriotismus ist Heimatliebe und ja, echten Patrioten geht meiner Meinung nach das Herz auf, wenn sie andere Menschen dabei beobachten oder erleben können, wenn auch die eben ihre Heimat lieben und die positiv und mit Stolz über ihre Heimat sprechen. Ne? Ganz egal, welche Nationalität oder Ethnie oder Hautfarbe oder sonst irgendwas dahinter steckt. Ne? Deutsche Patrioten, ja, die beneiden andere Patrioten wahrscheinlich ganz oft darum, dass in anderen Ländern eben ein Patriotismus möglich ist, ohne dass man eben die Nazi-Keule fürchten muss. Ne? Ich glaube, echte Patrioten, die wünschen sich eine Welt, in der ja alle Menschen glücklich in ihrer ja, jeweiligen Heimat leben und diese zu Recht lieben, weil es ihnen dort gut geht und weil sie stolz auf ihre Heimat sind. Ne? Patriotismus ist die Liebe zum eigenen. Ne? Die Liebe zur eigenen Heimat, Kultur und Tradition. Und ich glaube, dass Patriotismus im Grunde eine Ableitung von wohlverstandener Selbstliebe ist, nicht von narzisstischer Selbstverliebtheit. Wohlverstandene Selbstliebe sagt ja im Grunde aus, ich bin gut so, wie ich bin und ich würde mich freuen, wenn es dir genauso geht, denn dann können wir ja unser Glück miteinander wechselseitig teilen und Glück wächst, wenn man es teilt. Und analog dazu, der Patriotismus sagt eben, ich liebe meine Heimat und bin stolz auf meine Leute und mich und würde mich freuen, wenn es dir mit deiner Heimat und deinen Leuten und dir selbst genauso geht. Ne? Denn dann können wir auf Augenhöhe miteinander Handel treiben und unseren gesellschaftlichen Wohlstand gemeinsam mehren. Ne? Patriotismus ist eine Haltung der Stärke. Ne? Wahrhaft starke Menschen, die fördern auch die Stärke in anderen Menschen. Ne? Anders der Nationalismus, der eine Philosophie der Unterdrückung ist. Ein Nationalismus, der ist narzisstisch, ausbeuterisch, angstgetrieben und letztlich schwach. Ne? Anders als der Patriotismus bezieht sich der Nationalismus mehr auf den Staat, ja, als auf die Heimat. Ne? Und um zu verstehen, warum das ein Problem ist, müssen wir zunächst mal klären, was ein Staat eigentlich ist. Bei nüchterner Betrachtung ist ein Staat einfach nur ein territorialer Zwangsmonopolist mit Letztentscheidungsmacht. Was verbirgt sich dahinter? Die Institution, die wir Staat nennen, ist also einem bestimmten Territorium zugeordnet, einem Land, aber der Staat ist nicht das Land. Ne? Staat und Land stehen zueinander wie Parasit und Wirt. Ne? Das befallene Land und seine Bewohner werden vom jeweiligen Staat beherrscht. Denn der Staat ist Endrichter über alle Konflikte auf seinem Staatsgebiet, auf seinem Territorium. Ausdrücklich inklusiver solcher Konflikte, in die er selbst als Konfliktpartei verwickelt ist. Ne? Was den Staat de facto über alles Recht stellt, da er sich sein Recht auf lange Sicht so schreiben kann und es anwenden und durchsetzen kann, wie es ihm beliebt. Nur der Staat darf Gesetze schreiben. Nur der Staat darf diese Gesetze anwenden, interpretieren und dann schließlich auch durchsetzen. Er hat das Monopol auf die Produktion von angeblichem Recht und angeblicher Ordnung. Ganz einfaches Beispiel. Du erhältst einen Steuerbescheid, klagst dagegen. Der Richter, der über die Klage entscheidet, der lebt aber selber von Steuergeld und ist per Eid und Ernennung an eben diesen Steuerstaat gebunden. So, der weist deine Klage also ab. So, ganz kämpferisch ziehst du jetzt vor das nächsthöhere Gericht und findest dort aber die gleiche Situation vor. Auch dieser Richter ist wieder beim Staat, sein Dienstherr ist der Staat. Auch hier wird er eben wieder seinem Dienstherrn die Treue halten und zugunsten des Staates und damit auch zugunsten seines eigenen Einkommens entscheiden. Ne? So, und egal wie hoch du da eben gehst, das Problem bleibt halt immer das Gleiche. Ne? Auch die allerhöchsten Richter, die Verfassungsrichter, sind Staatsdiener, was sich natürlich auch eben immer in ihren Entscheidungen widerspiegelt. Kurz gesagt, wenn der Staat dir Unrecht antut,
Ja, dann kannst du letztlich nichts dagegen tun, außer auszuwandern, ne? Solange noch keine Mauer gebaut ist, ne? Du kannst bei keiner Stelle Klage gegen den Staat erheben, die nicht selbst Teil des Staates ist. Als die Juden deportiert wurden, konnten sie sich bei dem Staat dagegen beschweren, der die Deportation befahl. Als die Kulaken ermordet wurden, konnten die wenigen Überlebenden bei dem Staat klagen, der die Ermordung befohlen hatte. Als die Kambodschaner zum Sterben in die Killing Fields geschickt wurden, da konnten sie sich bei dem Staat dagegen beschweren, der ihren Tod wollte. Und so weiter. Ne? Ich erspare uns jetzt mal weitere Beispiele. Die Quintessenz ist ganz simpel. Wenn Täter und Richter identisch sind, dann haben die Kläger ein Problem. So, und bevor mir jetzt irgendjemand mit Gewaltenteilung kommt, alle Gewalten leben von dem gleichen Steuergeld. Ne? Wenn es darauf ankommt, dann halten diese ach so geteilten Gewalten zusammen. Legislative, Judikative und Exekutive bilden zusammen das staatliche Entscheidungsmonopol, dem man sich nur durch Auswanderung entziehen kann. Und dieser nahezu allmächtige Staat, der ist natürlich nicht durch einen freiwilligen Vertragsabschluss oder einen anderen Akt der Selbstbestimmung der Bevölkerung zustande gekommen. Niemand hat so einen Vertrag je unterzeichnet oder ihn auch nur gesehen. Im Falle Deutschlands beachte man dazu auch das Grundgesetz und seine Entstehungsgeschichte. Ne? Wie wir es auch drehen und wenden wollen, ne? Der Staat, wie wir ihn heute kennen, wurde gewaltsam durch Zwang und Aggression etabliert. Der deutsche Soziologe Franz Oppenheimer, der übrigens der Doktorvater von Ludwig Erhard war, er drückte das wie folgt aus. Zitat: Der Staat ist eine gesellschaftliche Einrichtung, die von einer siegreichen Menschengruppe, einer besiegten Menschengruppe aufgezwungen wurde, mit dem einzigen Zweck, die Herrschaft der Ersten über die Letzte zu regeln. Und die Herrschaft hat keinerlei andere Absicht als die ökonomische Ausbeutung der Besiegten durch die Sieger. Zitat Ende. Es betrifft jedoch keinesfalls nur Deutschland, ne, sondern eben ja, die meisten Länder der Welt. Ne? Ausdrücklich und insbesondere auch solche, die sich Demokratien nennen. Ne? Alexis de Tocqueville hat mal gesagt, Zitat, die Art der Unterdrückung, die den demokratischen Völkern droht, wird mit nichts, was ihr in der Welt voranging, zu vergleichen sein. Demokratie ist ja letztlich eine mehr oder weniger weiche Form des Kommunismus. Ne? Denn in der Demokratie gibt es keine absoluten Eigentumsrechte. Ne? In der Demokratie kann die Masse über das Eigentum des Einzelnen bestimmen. Das inkludiert eben auch das Eigentum des Individuums am eigenen Körper. Ne? Kann man gut mit Zwangsimpfungen veranschaulichen. Ne? Bei einer Zwangsimpfung, da wird ja die körperliche Unversehrtheit und damit eben das Eigentum am eigenen Körper des Einzelnen, ne, verletzt. Und diese Tat, was normalerweise kriminell ist, wird dann mittels des demokratischen Entscheidungsprozesses ja, gerechtfertigt und legalisiert. Ne? Das heißt also, das Kollektiv beherrscht eben das Individuum. Ne? Und weil der Mensch ein Herdentier ist und grundsätzlich dazugehören will, wird diese Herrschaft des Kollektivs ja, ganz, ganz breitwillig auch angenommen. Ne? Und allzu gerne akzeptiert. Und das führt dann eben zu diesem Phänomen der glücklichen Sklaven, ne? Die ihre Versklavung als Zugehörigkeit missverstehen und ganz ohne Widerstand gut die Hälfte ihrer Arbeitszeit für Zwangsabgaben aufwenden und sich im Namen der Demokratie vom Staat in die privatesten Lebensbereiche hineinregieren lassen, ne? Das bringt uns jetzt zurück zum Nationalismus, ne? Was als Widerstand gegen den Feudalismus begann, ist zu einem staatlichen Kontrollinstrument geworden. Erst die Idee der Nation machte es möglich, dass Millionen von Menschen ja, zu den beiden Weltkriegen aufgestachelt werden konnten. Die Idee einer gemeinsamen nationalen Identität machte die Machtzentralisierung möglich, die dann eben ja, Millionen von Menschen den Tod brachte. Und so wie damals die Idee der Nation zur Zentralisierung und Bündelung von Macht benutzt wurde, so soll heute die Idee einer supranationalen Identität, der europäischen Identität, benutzt werden, um Schritt für Schritt mehr Macht in Brüssel zu akkumulieren. Das kann ein Patriot nicht wollen.
Denn wer seine Heimat liebt, der will auch, dass seine Heimat selbst über ihre Geschicke entscheidet, ne? Und in Selbstbestimmung lebt und nicht von Brüssel fremdbestimmt wird, ne? Wohlverstandener Patriotismus ist wohlverstandene Selbstliebe auf gesellschaftlicher Ebene, ne? Und auf kultureller Ebene, ne? Und damit korrespondiert immer auch der Wille zur Selbstbestimmung und die Bejahung der Eigenverantwortung, ne? Wer Selbstvertrauen hat, der vertraut sich selbst mehr als fremden Mächten und will sein Leben selbst bestimmen. Wohlverstandener, selbstbewusster, gesunder Patriotismus will die Dezentralisierung von Macht, die Selbstbestimmung der individuellen Heimaten, ne? Und Heimat ist kleinteilig, individuell und regional, ne? Ein Staat kann keine Heimat sein, ne? Es können nur Orte und Gegenden und vor allen Dingen die Menschen, die dort leben, ne? Meine Heimat ist nicht Deutschland, ne? Meine Heimat ist der kleine Teil Deutschlands, in dem ich aufgewachsen bin, ne? In dem ich lebe, in dem ich sozialisiert wurde, ne? In dem ich mich verbunden fühle, ne? Große Teile Deutschlands, die kenne ich nicht und die werde ich vermutlich auch nie kennenlernen, ne? Ein Patriot liebt seine Heimat und nicht den Staat, der seine Heimat beherrscht. Als ich von Januar bis Juli 2010 Deutschlands Freiheit am Hindukusch verteidigt habe, ne, da habe ich nicht meine Heimat, sondern irgendeinen Deal der deutschen Regierung mit ihren Bündnispartnern verteidigt, ne. Das war keine Tat des wohlverstandenen Patriotismus, ne. Die Liebe zum eigenen Patriotismus bezieht sich nie auf diese legalisierte Verbrecherorganisation, die wir Staat nennen, ne? Sondern immer auf das Land und die Leute, die von eben diesem Staat parasitär ausgebeutet werden, ne? Die Heimat ist der Wirt und der Staat der blutsaugende Parasit, ne? Und diese Missbrauchsbeziehung, ja, die verschleiert der Staat eben mittels Nationalismus, mittels der Idee der Nation. Und jetzt zunehmend eben mittels der Idee der supranationalen Identität, der europäischen Identität. Ne? Nationalismus ist eine Tarnkappe, mit der der Staat diese Abgrenzung zwischen sich und dem Land, seinem Wirt, ne, den er parasitär aussaugt, verwischt und so dem Unrecht und der Ausbeutung, der Unterdrückung Vorschub leistet. Ne? Mittels Nationalismus werden Patrioten dazu verführt, dem Staat in die Hände zu spielen, ja, die eben diese Heimat, die sie lieben, ausbeutet. Ne? Wohlverstandener Patriotismus bedeutet immer, die Tyrannei des Staates zu bekämpfen, der Tyrannei des Staates Widerstand zu leisten. Ne? Und den Patrioten anderer Länder viel Kraft und Mut genau bei der gleichen Aufgabe zu wünschen. Ne? So, ändert natürlich alles nichts daran, dass in jeder Gesellschaft Recht und Ordnung produziert werden müssen. Dass jedoch gerade die wichtigsten Güter einer Gesellschaft, Recht und Ordnung, von einem Monopolisten produziert werden, obwohl doch in allen anderen Bereichen das Bundeskartellamt die Monopolbildung bekämpft. Das ist absurd. Offensichtlich absurd. Großes anderes Thema. Würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, dann werden Ihnen auch unsere Unterhaltungs- und Informationsangebote auf anderen Kanälen ganz sicher gefallen. Sie finden Eigentümlich frei nicht nur direkt auf efmagazin.de, sondern auch bei Telegram, Library und vielen anderen Portalen und sozialen Medien. Die Links finden Sie in der Videobeschreibung. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.